Wenn man uns so stiefeln sieht mit diesen Elefantentretern, könnte man meinen, wir seien im tiefsten Winter und in Deutschland. Sind wir aber gar nicht, sind natürlich im Tessin. Und zwar zu einer letzten Einstellung nach diesem Interview, für das wir Ihnen ganz von Herzen danken, Herr Dr. Kästner. Wir wünschen Ihnen zum 65. Geburtstag alles Gute, schöne Bücher in Zukunft und viele schöne Aufenthalte in einer so herrlichen Gegend. Auf Wiedersehen. Danke Ihnen recht schön. Wiedersehen. Und jetzt haben wir diese Leute da los und können uns wirklich unterhalten. Gefällt es Ihnen denn ehrlich so gut im Tessin hier? No. Finden Sie das nicht? Das ja. Wetter und wie ist das Wetter in München? Kein Wetter wie immer. Sehen Sie. Eigentlich war das ja nur eine Anknüpfung, dass wir gleich wieder aufhörten mit dem Interview. Und zwar angeknüpft an Tucholsky, der eine große Rede zu halten hatte. Und angefangen hat damit, ich komme zum Ende. Tucholsky, einer Ihrer Bekannten aus der Berliner Zeit. Einer der Freunde? Ein sehr guter Bekannter. Sehr guter Bekannter. Diese Berliner Zeit, jetzt, nachdem wir unter uns sind, können wir es ja sagen, war denn das nun wirklich so eine glorreiche Sache, wie man immer sagt, die großen goldenen Jahre, wenn man es erlebt hat? Die Meinungen sind geteilt. Ursprünglich begann man mit der Behauptung, wir erinnern uns auch noch des Buchs von Bruno E. Werner, ja. Die goldenen Jahre, war es üblich, es zu behaupten. Dann wurde es Mode, seit einiger Zeit, davon sehr viel Abstriche zu machen. Ich gehöre aber zu denen, die nach wie vor der Meinung sind, dass diese Zeit in Berlin kulturell großartig und einzigartig gewesen ist. Es muss ja schon wunderbar gewesen sein, praktisch an jeder Straßenecke, in jedem Café und so. Überall Theater, überall Kabarett. Ja, und bedeutende Leute. Ein Umgang, wie man ihn heute in dieser Bundesrepublik in einer Stadt ja eigentlich nicht haben kann. Das hatte man dort in einem Café. Nein, im Romanischen, an Stammtischen. Was gab es da? Die besten, größten Regisseure, Schauspieler, Maler, Schriftsteller. In dieser großen Atmosphäre also hat sozusagen auch Ihre Karriere begonnen, das Schreiben. 26, 27 war das? 27 bin ich nach Berlin, begonnen hatte es früher. Mit Arbeiter in Berliner Zeitungen und Zeitschriften war ich da auch schon gewesen. Kam also nicht ganz unbekannt hin, aber ohne dieses Berlin, ohne diese entscheidenden Jahre wäre meine Entwicklung, wie man sie beurteilen mag, auch immer, wäre sie gar nicht möglich gewesen. Ja. Und da haben Sie sich und eigentlich auch diesem Land einen Namen gemacht, indem Sie politische Satire doch vorwiegend geschrieben haben, in Gedichten. Gedichte. Man hat jetzt nach dem Krieg ja oft gesagt, na, von dem Kästner liest man doch so politische Satire fast gar nicht mehr. Das war noch im Kabarett nach 45 und wieder 51, 52 in der kleinen Freiheit, in München. Aber seitdem habe ich mich vorübergehend, hoffe ich nur, von der Tagessatire zurückgezogen. Liegt das auch daran, dass es eben in Deutschland keine derart zentrale Stadt mehr gibt, wie es damals Berlin war? Nein, das kann man nicht sagen, denn schauen Sie, die Münchner Kabaretts nach 45 hatten durchaus beachtliches Niveau hatten auch, soweit ein Kabarett Einfluss haben kann, Einfluss. Ja. Die Frage ist, wie weit ein Kabarett Einfluss haben kann, aber da sind wir ja dann gleich am Kernthema. Ja, also ich habe Sie, wenn ich in München durch die Ludwigstraße gekommen bin, so 56, 57 meine ich, hauptsächlich eigentlich auf der Straße gesehen, nämlich vor der Universität stehend und gegen die Atomversuche demonstrierend. Wenn man literarisch Skepsis entwickelt, was den Zweck und das erreichbare Ziel des Kabaretts anlangt, überhaupt der Satire, der Geformten, bleibt der direkte Weg übrig in die Öffentlichkeit. Und wenn man an die Ideale und Ziele glaubt, muss man ihn gehen, wie Sie sagen, auf die Straße. Es sagen mir immer wieder viele Leute, trotzdem, trotz der gewissen Hoffnungslosigkeit, Wirkungslosigkeit der Literatur, sollte doch dieser Kästner ab und zu wieder den indirekten Weg gehen. Und darüber wollen wir uns vielleicht oben beim Toni noch ein bisschen unterhalten, ja? Machen wir. Gehen wir rauf. Denn so ist es ja nicht, dass Sie zu den Leuten gehören würden,
die es in Deutschland, in der Bundesrepublik überhaupt nicht aushalten und deswegen in den Tessin ausgewichen sind. Na, gibt's ja genug hier. Da gibt's ja genügend, ja. Nein, ich will nur zur Erholung. Es war, um das einzuschieben, ja auch während der Nazizeit keine Emigration, sondern es war eine innere. Sie sind ja. Da geblieben? Immer daheim in Berlin und Dresden geblieben, ja. Und hatten Schreibeverbot, konnten nicht veröffentlichen. Berufsverbot. Ja. Ecco qui il Tonio. Ich bestelle für Sie Kaffee. Wäre lieb, ja. Dankeschön. Das wäre einzuflechten, denn es ist so schwer, in Anwesenheit eines Autors über seine Bücher zu sprechen. Der erste Gedichtband hieß Herz auf Taille. Der vierte, der von 1933 herauskam, war Gesang zwischen den Stühlen und kam gerade zur Verbrennung recht, denn Kästners Bücher wurden im Dritten Reich verbrannt. Nach dem Weltkrieg, dem Zweiten, dann ein Drama, das in Münchner Kammerspielen uraufgeführt wurde, und ein Erinnerungsbuch an die ersten Jahre nach dem Krieg, notabene 45. Gibt's einen Kaffee heute? Jawohl. Un Café Liscio con Crema. Das klingt nämlich dann beinahe wie ein Vorwurf, was manche Leute sagen. Schreibt Kästner wieder nur ein Kinderbuch. Nur ein Kinderbuch. Der kleine Mann war das letzte, das sie geschrieben haben. Und es war also, wie man so sagt, nur? Nur ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch. Ja. Welches war das erste? Das allererste, Emil und Detektive. Danke, Toni. Zum Morgen, Toni. Die Spielwiese bitte drin präparieren, ja? Ja, wir kommen gleich. Darf ich Ihnen Milch geben? Ja. Das erste war? Emil und die Detektive. Und war gleich ein das großer? War gleich ein großer Auftakt. Und hat die Rede recht, nur ein Kinderbuch? Ist das so leicht, ein Kinderbuch zu schreiben? Ja, mir fällt es leicht. Ich glaube, es ist nicht ganz so leicht. Es ist so ein Spezialtalent. Ich betreibe es als Erholung eigentlich. Hängt das ein bisschen mit Ihrem pädagogischen Talent zusammen, mit dem Studium? Sie wollten doch zuerst Lehrer werden. Ich wollte Lehrer werden, waren mir die Kinder zu nah und habe ich mich auf Distanz zurückgezogen und Kinderbücher geschrieben. Aber was ich da so sehe, was Sie jetzt machen, macht man das in der Erholung? Brauchen? Ah ja, also wir haben jetzt der große Werbefeldzug im Gange ist. Ne? Ja. Ach Gott, vor Rauchen wird ja schon immer gewarnt. Als ich Kind war, gab es einen schönen Witz, kommt ein 80-Jähriger mit Bronchitis zum Arzt, lässt sich untersuchen und der Arzt sagt, ne, so ein starker Raucher, was? Sagt er, ja. Wie alt sind Sie denn jetzt, sagt der Arzt. Oh, sagt er, 80. Sagt er, sehen Sie, wenn Sie nicht geraucht hätten, könnten Sie heute 90 sein. Tonio, Cosa. Ihr Herr, Spielwesen ist fertig. Das ist gut. Dankeschön. Bringen Sie einen Kaffee bitte da auch mit rein. Immer diese Schwierigkeiten. Dankeschön. Ah, Wies. Ich möchte gern Whisky. Ein Whisky Soda. E per me una grappa. Und die Schuhe runter. Das heißt drin. Was sind? Und vielleicht, bitteschön, wäre es diesmal möglich, beim Poker keine krummen Streichhölzer und keine krummen Touren. Wie viel Runden? Wie viele gewonnene? Zwei, gut. Gut, auf den Ding. Wenn Sie Verse geschrieben haben, haben Sie eigentlich immer Reime geschrieben. Das ist gar nicht mehr so üblich. Ist das vielleicht deswegen, weil die deutsche Sprache so wenig Reime anbietet? Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Autoren den Lyrikern es weniger Spaß macht. Sie nehmen? Dass sie Schwierigkeiten empfinden, sondern sie haben vielleicht nicht den Spaß am Reim, an dieser speziellen Schwierigkeit, an dem Reizen des Resultats. Welches von den Büchern, die Sie geschrieben haben, würden Sie heute als Ihr wichtigstes und gelungenstes bezeichnen? Ja, man nennt ja nicht gerne ein frühes, aber ich glaube doch den Fabian. Also diesen zeitkritischen Roman vor der Nazizeit. 1930 herum. Ja. Ich hab außerdem vier Damen im dritten offen. Ja, mal sehen. Ich habe einmal eine. Ich habe 15 im ersten. Ne? Dankeschön, dann nehme ich vielleicht freiwillig. Ich habe einmal eine Sendung gehört im Funk, da sind verschiedene Leute gefragt worden, in welcher Zeit sie am liebsten gelebt hätten, wenn sie es wählen könnten. Und sie haben damals gesagt, in der Aufklärung, dritter verdeckt. In der Aufklärung, weil es so eine
wunderbare, reizvolle Mischung aus Intelligenz und Geschmack war. Aus Rokoko und Nationalismus. Ich stelle die Frage nicht gern, denn sie wird normalerweise, aber bei Ihnen weiß ich, dass die normale Antwort nicht kommt, wird normalerweise mit einer Phrase beantwortet. Wie müsste die Welt ausschauen, damit sie Ihnen gefallen wird? Heute, jetzt. Full in Masten. Full in Masten. Das wäre die schönste Welt. Ja, die müsste. Aber entschuldigen Sie, das ist wieder so ein Krach. Wollen wir den Ton fragen? Ja. Toni, stellen Sie so ein bisschen leiser. Wie müsste die Welt ausschauen? Kein Krach? Und? Vernünftig. Vernünftig. Die Dummheit und die Bosheit müssten unerhört zurückgedrängt werden. Es müsste ein in die Zukunft geworfenes Paradies sein. Noch, Dankeschön, das Toni. Sind alles fromme Sprüche. Eigentlich, wenn man Herz auf Talia nachliest und die anderen Gedichtbände, haben Sie ja, man würde heute sagen, als zorniger junger Mann begonnen. Und von den beiden Beiwörtern würde ich eigentlich nur das eine ein bisschen wegnehmen. Jung könnte vielleicht bleiben, aber gar so zornig sind Sie heute nicht mehr. Naja, zornig und jung in dem Zusammenhang gehören eben nun zusammen. Ja. Und seit es junge Männer gibt, die schreiben, gibt es zornige junge Männer. Ich habe es für mich mal anders formuliert. Ist vielleicht auch nicht so übel, statt zornigen jungen Mann gekränkter Idylliker. Ja, das ist schön. Außerdem stehen hier vier Jungs. Na, im? Im zweiten. Und was heißt denn überhaupt dieser literarische Betrieb? Fast alle Autoren sehen sich gehetzt, jedes Jahr oder gar jede Saison ein neues Buch herauszubringen. Sie legen ab. Dankeschön. Ihr Freund Ernst Penzoldt, dieser großartige Münchner Schriftsteller und Poet, der leider ein bisschen zu wenig bekannt ist heute, hat mir kurz vor seinem Tod gesagt, ach, was soll's denn immer? Ich habe das eine Thema, das ich habe auf dieser Welt, das habe ich ausgeschrieben. Na ja, wenn mir was einfällt, ich schreibe schon gern noch mal etwas, aber... Ja, er gehört eben glücklicherweise zu den Leuten, zu den Schriftstellern, die weißes Papier anschauen können, ohne es unbedingt vollzuschreiben. Ja, aber ich fürchte, Ihnen ist meistens nicht ganz erspart. Schauen Sie, Mario. Buonasera, signor dottore. Buonasera. Ho ricevuto questo suo libro in regalo e volevo sapere se per piacere mi faceva un suo autogramm. Gut. Moment, ich schreibe es gleich und bring dir es dann, ja? Ja, danke schön. Was haben wir denn da? Emil und der Detektiv auf Italienisch. Auf Italienisch. Also eigentlich müssten Sie ja sehr viele Sprachen nach dem, was Sie in Bücher reinschreiben, perfekt sprechen und nach den Übersetzungen, die gemacht werden. Oh, wenn Sie sie mal auf die Seite schreiben, schauen Sie. Schreiben Sie mal auf die. Gut. Denn beinahe müssten Sie ja Japanisch sprechen, nach dem großen Erfolg, den Ihre Bücher... Eine wunderbare Ausgabe neulich erschienen. Meine Kinderbücher in 8 Bänden Japanisch. Ja. Himmlisch. So... Ein eigenartiges Schreibwerkzeug, was Sie da in der Hand haben. Mhm. Das ist ein Überbleibsel aus dem Krieg. Da gab es so wenig gute Bleistifte. Stattdessen gab es Bleistiftverlängerer. Ja. Da konnte man den Bleistift abschreiben, bis er ganz, ganz kurz war. Ist das fast ein Aberglaube jetzt bei Ihnen? Das ist ein Talisman geworden. Neulich wäre beinahe verschwunden, war ich ganz nervös geworden. Ja, dann danke ich Ihnen für den Augenblick recht schön, lieber Erich Kästner. Und zeige unseren Zuschauern, die wir doch nicht ganz verloren haben, noch einmal Ihre Unterschrift. Mit dieser zarten und klaren Schrift, wie er sich hier in dieses Buch eingetragen hat, hat sich Erich Kästner in die Literaturgeschichte Deutschlands und der Welt eingetragen.